So, hallo und herzlich willkommen zurück zu meiner Let's Play Alice Madness Returned. Gut, wir gehen wieder raus hier. Raus, 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 raus. Und raufgesprungen hier. Unglaublich. Und natürlich, der Part beginnt schon mal gut mit einem Tod. Unglaublich, ich sag's euch. Wenigstens kommen die Gegner nicht mehr. Danke, EA. Lasst 10 Daumen für EA da. Nicht für mich. Runter. Bumm, okay. Hier durch. Ah, da ist die Türe. Boah, geil, die Türe. Okay, Cutscene wahrscheinlich. Viel Spaß. Kommen wir wieder zurück, wahrscheinlich in die reale Welt. Okay, also jetzt wissen wir es, wer der eigentliche Mörder ist. Und es war dieser Professor, den wir ganz am Anfang im ersten Part gesehen haben. Und es hört noch immer nicht auf. Ich habe mir gedacht, jetzt kommen wir wieder zurück in die reelle Welt. Nein, nein, Herzfehler, du wirst weiter geschändet. Okay. Dann schände mich, liebe Spiel. Schände mich bis aufs Letzte hier. So. Okay, warte jetzt mal. Ich gehe nochmal zurück. Und darauf müssen wir. Sehr gut. Okay. Gut zu wissen, dass wir darauf müssen. Okay, was passiert jetzt? Aha, okay. Okay, wir haben wieder ein neues Kleid. Okay. Meine Fresse, okay. Die Art und Weise, wie sie kämpft, gefällt mir extremst gut. Komm, 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 zeig mir dein Gesicht. Und weg bist du. So, ich komme schon. Keine Angst. Ihr braucht nicht drauf kommen zu mir. Schnell, schnell, schnell. Ah, das war knapp. Kann ich da einfach vorbei huschen? Das wäre natürlich super geil. Ah, das geht sogar, cool. Zähne, Zähne, Zähne. Und ich sehe gerade, 1656 haben wir. Wir können wieder was aufwerten. Ich schaue da fast nie drauf. Ja, damit. Ich versuche so schnell wie möglich irgendwo hinzukommen. Oi. Das schaut mir aus wie Endboss. Anscheinend haben wir es dann. Okay. Na, dann gehen wir mal hin. Bin ich nicht der erbärmlichste und selbstsüchtigste Unglücksrabe unter der Sonne? Nichts ahnend lebe ich in einer Ausbildungsstätte für Prostituierte. Mein Mentor ist ein widerlicher Zuhälter. Ich wurde zur Komplizin des Mörders meiner Schwester und meiner Eltern, weil er meinen Geist zerstört hat. Ich suchte Linderung von meinen Schmerzen und sie hielt mich von der Wahrheit fern. Du hattest es fast geschafft, hast dich beinahe von deinen Ängsten befreit. Du hättest geheilt werden können. Und vergessen. Die Erinnerung an meine Familie aufgeben? Sie sind tot. Das solltest du auch sein. Du missratene, grässliche Kreatur. Mörder. Du blutsaugender Parasit. Der Schaden, den du Kindern zufügst. Der Missbrauch. Ich biete nur gewisse Dienste an. In der großen, bösen Stadt gilt es, die verschiedensten Gelüste zu befriedigen. Meine Familie. Mein Geist.
Der infernalische Zug. Der Zug ist deine Erfindung, deine Verteidigung. Ich lege nur den Fahrplan und die Reiseroute fest. Der Zug rollt heran mit glänzenden Wagen, mit weichen Sitzen und funkelnden Narben. Still, meine Kleinen, Angst ist unangebracht. Der Mann im Mond hat dies Wunder erdacht. Ich werde ihn aufhalten, und wenn es das Letzte ist, was ich tue. Was du wünschst, soll geschehen. Okay, also hatte ich doch recht mit dem, was ich gesagt habe. Lauter Zuhälter und... Du bist verloren. Und wo dein Körper ist, wird auch dein Geist hingelangen. Vielleicht ist er schon da. Ich will das Wort nicht mehr aussprechen. Ich habe es irgendwann mal in irgendeinem Part gesagt, aber vielleicht könnt ihr euch daran erinnern, was ich gesagt habe. Aber ich will es ehrlich gesagt nicht mehr aussprechen. Das Ende der Verwirrung, okay, gut. Hört sich ziemlich nach Schluss an. Vielleicht wird es ja jetzt der letzte Part. Es ist noch immer blind, ich habe mir kein Let's Play angeschaut. Schauen wir mal, was jetzt da noch alles kommt. Ich hoffe, es kommt nichts mehr mit Springen und sowas. Mein Kopf tut weh. Okay, gut, wir sind wieder in der realen Welt. Okay. Da gehen lauter Geister um und um. Puppen. Und der Typ hat mich erinnert, so wie er da gesessen ist, so wie der von Nimbus, von Dantes Inferno, der Typ, der die Bestraften halt, der riecht dran und dann sagt er ja, Wollust oder Völlerei oder Habgier oder sonstig etwas. So hat mich das jetzt gerade an Dantes Inferno erinnert. Aber lang genug. Okay, da können wir auch nicht weiter, was soll ich denn da jetzt tun? Wahrscheinlich hier runter. Ja, also hier runter kann ich gehen. Da kann ich noch weiter runter gehen, okay. Ah, da steht er. Der Wichser. Die sind die suppende Wunde der Verdorbenheit. Kinder, die ihren Namen um den Hals tragen, als wären sie nichts weiter als ein Stück Vieh. Eine Proklamation ihres Stammbaums könntest du auch brauchen. Sie sind stolz auf ihre Herkunft. Sie Unmensch! Die Kinder wissen doch gar nicht mehr, wer sie sind und woher sie kommen. Wie viele Psychen haben sie bis zum totalen Vergessen verdreht? Nicht genug. Deine wäre ein Triumph gewesen. Obwohl, du bist ein geistesgestörtes Wrack. Die Frucht meiner Arbeit. Na, Mut hat die Kleine, kann man nichts sagen. Mut hat sie. Und es nähert sich wirklich dem Ende. Ah, da freut sich der Herzfehler. Nein. Interfernalischer Zug. Okay. Ich hoffe, ich muss ja nicht wieder irgendwas machen. Aber wartet mal, habe ich schon aufgewertet? Schauen wir mal schnell nach. Nö, habe ich nicht. Okay, was machen wir denn? Die Teekanne, würde ich sagen. Nämlich die Teekanne macht den Tee. Auf 4. Und jetzt haben wir das Gold. Perfekt. Und ich kann noch eins aufwerten. Nehmen wir das Pferd. Die Pfeffermühle ist zwar gut, aber ich glaube, das Pferd ist besser. Okay, wie viel brauche ich da? 700 irgendetwas. Schauen wir uns mal das Pferd an, das neue. Ich drücke mal jetzt. Oh, ja, schaut schon cool aus. Okay, dann gehen wir weiter. Hutmacher, ich muss den infernalischen Zug stoppen und das Böse, was ihn antreibt. Ein wenig selbst fixiert das Fräulein. Wie? Erst die Suche voller Furcht und Fragmenterinnerungen. Jetzt ist es der Zug. Nie Zeit für den Tee. Während dein Gehirn Urlaub macht, gehen wir unter. Nun dürfen Verrückte wie wir endlich in einer Teekanne in die Hölle fahren. Man darf aber nicht vergessen, was die eigenen Sinne gesehen haben. Vergessen ist einfach vergessen, es sei denn, das ist es nicht, dann heißt es an. Ich würde gern vergessen, was du getan hast. Ich hab's versucht, ganz nicht. Sie haben mich benutzt und missbraucht, aber zerstören können sie mich nicht. Nicht?
Es ist nicht mehr zu ändern. Die alte Alice und ihre Wunderland-Zuflucht sind vernichtet. Du kannst nicht mal erkennen, was geschehen ist. Und du bist machtlos, kannst es weder ändern noch gegen mich vorgehen. Dafür habe ich gesorgt. Ha, okay. Holst du dir nun deine Strafe ab? Das ist die Raupe. Ich weiß, ich trage eine gewisse Schuld, aber Bestrafung ist nie den Opfern des Verbrechens dienlich. Missbrauch ist ein Verbrechen der Starken an den Schwachen. Du hast recht, die Täter werden nie genug bestraft für den Schaden, den sie anrichten. Wer Zeuge von Missbrauch wird und den Opfern nicht beisteht, zahlt eine Strafe. Dein Schmerz mildert dein Vergehen, nicht früher eingegriffen zu haben. Aber vielleicht hast du noch nicht genug bezahlt für den Schmerz der anderen. Okay. Missbrauch und alles, okay. Na gut, bewegen wir uns weiter. Sie haben mein Gedächtnis verdorben, aber nicht geschafft, mich vergessen zu lassen. Ich hätte was Leckeres aus dir gemacht. Die Kunden lechzen nach einem Stück von einer rasenden, wahnhaften Schönheit, ohne Erinnerung an Vergangenes oder Sinn für die Zukunft. Aber du musstest dich an deine Fantasien klammern. Du bist verrückt. Wie deine Schwester. Was? Sprechen Sie nicht von ihr. Sie kennen sie nicht. Deine Schwester hat gern gespielt, tat, als verachte sie mich. Sie hat bekommen, was sie wollte. Am Ende. Boah, der Typ ist geisteskrank. Das meine ist die Schwester. Nicht. Was ist das Ziel dieses Zugs? Wahnsinn und Zerstörung. Du solltest keine Fragen stellen, deren Antworten du kennst, das ist nicht höflich. Und das Geräusch, Lizzie, wie sie im Schlaf wünscht. Oh, nein, arme Lizzie. Und es gibt keine Zentauren in Oxford. Lass dein Überleben einen Sinn haben, sonst sind wir alle verloren. So wie es mir vorkommt, braucht der Typ einfach nur die Macht, einfach von jedem geliebt zu werden. Und wenn er das nicht kriegt, dann tut er sie ausrotten, auf gut Deutsch gesagt. Okay, wir nähern uns wirklich schon dem Ende. Okay, die letzte Tür nehme ich einmal an. Okay, es wird gespeichert wieder. Sehr gut. Okay. Verkriech dich da! Okay, endlich mal ein Boss. Und ganz am Schluss erst. Okay, dann gehen wir's an. Auf die Hände, okay. Für die Vergangenheit muss man zahlen. Komm, dreh dich richtig. Wir haben es eh schon auf Stufe 4. Feuer. Machen wir mal den. Der hat ein bisschen mehr Schaden, glaube ich. Treffen muss man nur. Weg. Komm, lad dich auf. Es wäre cool, wenn die so eine Lebensanzeige hätten, die Gegner. Ich habe keine Ahnung, was ich tun soll. Okay, jetzt ist er wieder unten. Geht's weg da? Das gibt's ja nicht.
Gib ihn. Komm, töte ihn. Geht ja. Ich kann mich wieder nicht bewegen. Ah, ich kann mich wieder nicht bewegen. Und jetzt. Auf ihn drauf. Auf niemanden anderen, nur auf ihn. Komm. Die Hand zerstören wir. Na, noch nicht. Okay. Das schaut so dämlich aus. Unglaublich, wie lange das geht. Aber ich habe ihn noch Schaden genommen mit meiner Teekanne. Komm, lad dich auf, Teekanne. Nämlich die Teekanne macht den Tee. Okay, jetzt kommt anscheinend die andere Hand. Er zeigt mir den Hintern auf, du Deppstück. Und jetzt los. Los. Mit der Verpackinge. Auf ihn drauf. Komm. Ah, das war knapp. Schaut cool aus. Also es hat schon einen Stil. Schade, dass sie die anderen nicht auch so aufgewertet haben. So mit Bosskämpfen und sowas. Komm. Ich weiß nicht, ob der Schaden nimmt. Schwer ist es nicht, muss ich sagen. Also so momentan. Okay, was muss ich jetzt tun? Okay, jetzt muss ich gegen beide kämpfen, oder was? Nein. Ich drücke E. Ausweichen. Geht nicht, okay. Kann ich bei ihm was machen? Ah, okay. Was macht er jetzt? Boom. Komm, zeig mir dein Gesicht. Okay, weg. So. Knapp daneben ist auch vorbei, gell? Okay, jetzt bin ich tot. Hä? Ach Gott. Schauen wir mal, wo wir da rauskommen. Ansonsten setze ich einen Cut. Okay, ich bin eh gleich da. Er holt gleich seine zwei Hände. Okay, gut. Konzentration, Herzfehler. Konzentration. Das ist der letzte Kampf wahrscheinlich. Dann haben wir es durchgeführt. Und der hat mich schon wieder. Das gibt's ja nicht.
Okay. Weg, 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 weg. Weg, 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 weg. Nicht schon wieder. Nein, nicht schon wieder. Scheiß Hände hier. Es wäre nett, wenn du mir auch mal dein Gesicht zeigen würdest. Danke. Okay, passt. Den haben wir auch. Spuck deine Zunge aus. Okay, wir haben's. Noch einmal. Feuer frei. Gescheißen. Wir gehen mit der Pfeffermühle. Okay, zweimal. Das reicht, oder was? Haben wir ihn jetzt besiegt, oder was? Anscheinend. Ladevorgang. Ich bring dich in den Knast und da wird dich irgend so ein tumber Schläger zu seinem Schatz machen und dann wirst du hängen. Wirklich? Eine hysterische Frau, Ex-Irre, brüllt unglaubliche Anschuldigungen gegen einen respektierten Sozialarchitekten und Wissenschaftler? Mein Gott, Alice, wem würdest du glauben? Ich kann es ja selbst kaum glauben. Du monströse Kreatur! Solche Bosheit wird bestraft! Von wem? Von was? Psychotische blöde Kuh. Dein Wahnsinn wird bestraft werden. Jetzt geh. Ich erwarte deinen Ersatz. Böse. Sie ist böse. Oh yeah. Das ist ein cooles Ende. Von dem Zug, den sie, was eigentlich er erschaffen hat, glaube ich, so wie ich das jetzt mitgekriegt habe, umgerollt. Okay, Alice, wir haben es geschafft anscheinend. Wir haben das Spiel durch. Wir haben keine Leben mehr. Also ich nehme mal an, das Spiel ist zu Ende. Schaut aus wie im Schlumpfenland, muss ich sagen. Ganz viele Pilze hier. Und anscheinend gibt es keinen drinnen mehr. Sie wird wahrscheinlich jetzt hier gefangen bleiben. In ihrem eigenen Wunderland. Ja. Gut, dann gehen wir mal davor. Und schauen wir mal, was da vorne noch passiert. Episch. Michael Bay-mäßig. Okay. Ah, Alice. Wir können nicht wieder heim. Keine große Überraschung. Nur wenige finden den Weg. Die meisten merken es nicht, wenn sie es tun. Illusionen sind hartnäckig. Nur Barbaren betrachten das Ertragen von Schmerz als Maßstab des eigenen Werts. Schmerz zu vergessen ist bequem. Ihn zu erinnern, ist qualvoll. Aber für die Wahrheit lohnt sich das Leiden. Und unser Wunderland, obgleich beschädigt, ist in unserer Erinnerung sicher. Einstweilen. Okay, wir haben es geschafft. Die Credits lasse ich wieder. Überleben der Stärkeren, okay. Gut, wir haben es durchgespielt. Die Credits lasse ich, habe ich eh gesagt. Und ja, jetzt mal mein Fazit über dieses Spiel. Alter, ich sage euch, der Anfang, die Cutscenes und so etwas, der Anfang war wirklich super, der hat mir wirklich sehr gut gefallen. Ich habe wirklich Spaß gehabt. Die Cutscenes sind sehr, sehr gut gemacht, muss ich sagen. Halt EA-mäßig halt, von Electronic Arts. Sehr, sehr gut gemacht. Da kann man auch nichts dagegen sagen. Ja, okay, gut, diese Passagen finde ich persönlich... Sie wiederholen sich zu oft. Also war, okay, das hätte man natürlich weglassen können nach irgendeiner gewissen Zeit.
Ich würde vorschlagen, wenn ich würde mir das Spiel nicht wirklich kaufen. Ich würde mir das Spiel eher ausborgen, spielen, solange ich Lust habe und dann damit aufhören. Vielleicht bin ich auch ein Mann, vielleicht deswegen, vielleicht gefällt es einer Frau besser. Es ist halt ein Hack-and-Slay-Spiel, das so, die Moves sind wirklich sehr, sehr gut, finde ich persönlich. Dieser Kampfstil einfach nur, alleine dieses Messer ist sehr, sehr gut gemacht, muss ich sagen. Das Pferd ist eine gute Idee, die Pfeffermühle war eine gute Idee und die Teekanne war natürlich auch eine sehr gute Idee. Also diese ganzen Waffen sind sehr, sehr gut gemacht, wirklich, und haben sehr viel Potenzial. Diese Jump-and-Run-Phasen aber allerdings, die sind sowas von lähmend irgendwann einmal. Irgendwann geht es dann nur noch am Arsch. Entschuldigung, diese Ausdrücke, aber das muss so gesagt werden. Sie gehen da wirklich einmal irgendwo hin und ich bin dann schon nur noch gesessen. Ab Part 25 bin ich dann nur noch gesessen und habe mir gedacht, komm, du musst weiterspielen, komm, wir müssen das jetzt fertig spielen. Wir haben es begonnen und wir haben es auch am Anfang gesagt und jetzt haben wir es auch durchgespielt hier. Ich bin echt froh, dass ich fertig bin mit diesem Let's Play. Es ist halt oben auf meinem Kanal, bin ich auch sehr, sehr froh, dass ich auch dieses Spiel jetzt dokumentiert habe. Meine Freundin wollte unbedingt, dass ich das spiele. Ich hoffe, sie schaut sich das ein wenig an. Und ja, wirklich, aber 37 Parts oder irgend sowas habe ich jetzt, glaube ich, braucht. Das ist schon viel. Und das Spiel ist auch riesengroß. Ah ja, okay, gut, das Fazit, ja, so lala, halt. Es ist so ein Spiel, man hat es einmal durchgespielt und damit hat man eigentlich alles schon gesehen und man lasst es. Die Cutscenes, wie gesagt, extravagant, sehr, sehr gut. Erinnert mich ein bisschen an South Park, aber wirklich sehr, sehr gut gemacht und es ist auch wirklich sehr, sehr viel Horror dabei. Alleine nur dieser Gedanke, dass man von einem Menschen eigentlich so niedergedrückt wird, wow. Ich persönlich mag sowas überhaupt nicht. Mit diesen Worten sage ich Tschüss und Baba, euer Herzfehler und... Die Credits lassen wir wieder, nämlich auch diese Leute, die hier stehen, sollen gewürdigt werden von meinem Let's Play natürlich. Gutes Let's Play, Ende des Let's Plays, einmal durchgespielt, das reicht. Ich greife es nicht mehr an. Tschüss, Papa.
Okay, das wird ein bisschen zu arg. Jetzt bin ich schon auf einer Stunde. Ich breche jetzt einfach mal ab. Das ist mir zu brutal. Tut mir leid, EE. Gut, tschüss, baba.